Ja, hallo, wir sind auf der Essen Motor Show 2023, ist ein tolles Jahr. Wir haben wieder jede Menge Besucher. Ihr seid hier also auf unserem Messestand, der jedes Jahr etwas größer wird. Wir sind eine Motorsportfamilie, wir machen selber Motorsport. Wir haben inzwischen 5 Rennserien mit vollen Starterfeldern. Der Einstieg bei uns ist hier unser 318 TI Cup. Das ist Markenpokal Racing. Wir haben im TI Cup Einheitsfahrzeuge, die sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Die fahren sehr eng und auch mal mit Kontakt. Da fehlen auch mal ein paar Spiegel. Das ist also das meist benutzte Ersatzteil im Cup. Das geht noch mehr als Bremsbeläge. Da ist Dampf auf dem Kessel. Ab nächstes Jahr geht es schon mit 15 Jahren los. In dem Jahr, wo man 15 ist. Von dem Moment an darf man mit der nationalen A-Lizenz da einsteigen. Auch unsere Freunde von McChip sind ja in diesem Jahr dabei. Die haben im Winter tolles Auto gebaut. Der Lukas, sein Kollege Sascha, die sind aktiv. Neben dem TI Cup haben wir noch die BMW Challenge. Die haben wir ab 2012 neu aufgesetzt, haben das Reglement überarbeitet, haben die Typen E36, E46, E90 alles zusammen über Leistungsgewicht zu einer Performance auf Augenhöhe führen können. Und das ist inzwischen eine super beliebte Serie. Da sind früher nur E30 gefahren. Inzwischen fahren da richtige Kanonen. Amerikanische Autos von der ALMS sind am Start. Wir haben Teilnehmer aus Österreich, aus Belgien, aus Holland und aus der Schweiz und aus Deutschland natürlich auch. Wir gehen mal rüber zu dem Musterbeispiel eines BMW Challenge Renners. Das ist von unserem Thomas Kessel das Auto. Der Junge ist Computerspezialist und hat BMW Motorsport als Hobby, genau wie wir alle. Und er hat dieses Auto komplett selbst gebaut, in seiner eigenen Halle, in seiner eigenen Werkstatt. Und da steckt Hightech drin, wie in einem DTM-Auto. Zum Beispiel gibt es hier ein DRS und es gibt elektronische Steuerung und Regelung, Getriebesteuerung. Das ist Basis, ist ein M2 gewesen und da ist von BMW Motorsport eine Zelle drin. Da sind von Flossmann Carbon-Teile. Das komplette Bodykit ist Breitbau, wird ausgeschnitten, verklebt. Das ist Motorsport pur, wie ein Werksauto, Ende der 90er von BMW in Amerika in der ALMS eingesetzt. Aber eben als moderne Version, 3 Liter Turbo, der Standardmotor N52 von BMW. Ein geiles Ding, haben wir schon seit ein paar Jahren gesehen, dass das die Zukunft der Motorenwahl ist. Man kann mit überschaubarem Aufwand da richtig Dampf rausholen und muss nicht so einen Saugmotor da für 100.000 Euro überarbeiten, um 70 PS zu finden, sondern hier kommen bis zu 500 raus, Turboaufladung, vom BMW aus schon so konzipiert und hält natürlich dann auch. Solche geilen Autos fahren in der BMW Challenge immer mehr. Nächstes Jahr verstärken wir uns aus Österreich und aus Holland. Die angestammten Platzhirsche von dort kommen auch dazu und das wird nächstes Jahr eine richtig geile Show. Wir haben 7 Veranstaltungen. Die stelle ich euch nachher noch mal kurz vor. Das ist die BMW Challenge. Da sind auch 330er am Start Minis. Alles nach Leistungsgewicht berechnen wir auf Augenhöhe mit Handicaps. Da sind immer jede Menge Autos innerhalb der gleichen Rundenzeiten unterwegs. Und man weiß vor dem Rennen nie so genau, wer wird das Ding gewinnen. Das macht natürlich Spannung. Das ist auch toll für die Zuschauer. Die Dinger machen gute Geräusche und ja, sehen halt auch geil aus. Ja, dann haben wir, als nächstes hatten wir die NES gegründet. Das war 2016. Weil wir gemerkt haben in der BMW Challenge, dass unser Rennen mit Boxenstopp gut angekommen ist. Das war eine ganz andere Art von Spirit, die wir da erlebt haben in der BMW Challenge mit dem 200 Kilometer Rennen von Hockenheim. Haben wir 2015 das erste Mal gemacht. Und so ist die Idee entstanden, eine 3-Stunden-Rennen zu machen. Gesamtdistanz des Wochenendes etwa 500 Kilometer, muss so ein Auto halten. Es gibt 3 Boxenstopps, es wird getankt, es wird Räder gewechselt und am Ende gewinnt häufig der, der das Auto gebaut hat, was technisch am besten aussortiert war. Nicht immer die schnellsten werden da Meister in dem Cup. Deswegen brauchst du ein vernünftiges Auto. Mit Exoten ist es schwierig. Ja, wir haben in der NES jetzt immer so 30, manchmal 40 Starter. Das ist ein homogenes Starterfeld. Geht los, auch kann man auch mit dem TI mitfahren schon. Machen auch immer ein paar. Und im Grunde genommen haben wir dann im Mittelfeld Cup. Viele Cup-Fahrzeuge, Cup Scirocco, M240, M2 und ja, das ist die NES. Letztes Jahr haben wir noch ein bisschen den Oldtimer-Bereich abgerundet. Wir haben ja viele Fans der älteren Fahrzeuge, der älteren BMWs, E30 und Co. Da ist die Classic Masters entstanden, das ist das Logo über der Tür. Da haben wir viele Alphas am Start, da haben wir Fahrzeuge der 80er und 90er.
haben wir heute kein Fahrzeug dabei. Sind wir nämlich für nächstes Jahr schon komplett ausgebucht. Die Vergangenheit war schwierig. Zu Corona-Zeiten hat außer uns kaum jemand Motorsport gemacht. Das hat uns natürlich viele neue Fahrer gebracht, weil wir uns um die Veranstaltung selber gekümmert haben. So haben wir in Corona-Zeit 8 Veranstaltungen gemacht. Und das honoriert sich auch in den Starterzahlen. Das honoriert sich auch in der Zusammenarbeit mit den Rennstrecken. Die freuen sich, wenn wir kommen, weil sie bei uns wissen, wir sind verlässlich, wir sagen nichts ab. Da wird nicht auf letzten Drücker noch was umgemodelt. So haben wir eine stabile Plattform geschaffen, haben mit Goodyear einen tollen Partner gefunden, der uns unterstützt. Auch alle anderen Serienpartner sind seit Jahren dabei. Wir sind da recht bescheiden in den Ansprüchen, das hat sich rumgesprochen, sodass inzwischen die Serienpartner zu uns kommen und sagen, wollen wir nicht was zusammen machen, nur einen Namen draufkleben und spazieren fahren. Die Zeit ist lange vorbei. Bei uns gibt es immer ein Return on Investment oder irgendeine Wertschöpfung muss immer dabei rauskommen, wenn sich jemand bei uns zur Zusammenarbeit einfindet. Ja, so haben wir echt eine tolle Motorsportfamilie. Ich bin super happy damit. Ja, jetzt wollen wir uns nicht selbst beweihräuchern. Dafür seid ihr ja hier nicht hergekommen eigentlich. Und ich stelle euch jetzt mal die neue Serie vor, die wir nächstes Jahr in den Start bringen. Da haben wir ja schon gewaltiges Feedback. Da gehen wir mal rüber zu unserem Lotus, der kleine Schwarze. Nicht nur die Damen stehen auf kleine Schwarze, sondern auch die Motorsportwelt. Das ist ein GT2 Lotus tatsächlich. Sieht auf den ersten Blick aus wie die noch aktuellen Evora GT4. Ist tatsächlich ein Evora GT2, der ist von 2011 und ist nur zweimal gebaut worden. Das ist die Fahrgestellnummer 001 von Lotus für Le Mans. Ist 2011 in Le Mans gefahren und anschließend in einer etwas anderen Livery ist er dann in der American Le Mans Series unterwegs gewesen. Der gehört einem von unseren Fahrern, der mit dem GT4 unterwegs ist. Der sammelt solche Lotus-Autos. Der wird also auch sicherlich, vielleicht sogar mit dem Auto mal wieder, in der SDGT starten. Die SDGT wendet sich an TCR-Fahrzeuge, M2, M240, da geht's los. Man sollte also schon 300 PS an der Kette haben, denn es soll ja auch toll aussehen für die Zuschauer. Wir haben mit unserer Plattform ja inzwischen ein so breit aufgestelltes Programm von der Vergangenheit der Technik über die Gegenwart bis zu zukünftigen Modellen, auch bei den Fahrern. Da sind viele junge Leute, die eine Motorsport-Zukunft noch vor sich haben. Schnelle Jungs, alle haben wir Spaß dran. Und solche Fahrzeuge sind natürlich das Salz in der Suppe. Und da freue ich mich riesig, wenn wir nächstes Jahr nicht nur jede Menge Cayman GT4 haben, was sich jetzt so abzeichnet, sondern auch BMW M4, auch Fahrzeuge wie den Lotus hier, V8 Star und schöne Autos kommen da. Lasst euch überraschen, also wenn ihr euch für Motorsport interessiert und begeistert. Ich habe hier schon das 49-Euro-Ticket dabei. Das hat die Bundesregierung ja schon ein paar Monate jetzt für uns beworben. Und das wollen wir jetzt für die Motorsportler auch auf den Markt bringen. Und da machen wir eine coole Aktion für. Wir verlosen für über 20.000 Euro dieses 49-Euro-Ticket. Damit könnt ihr nächstes Jahr auf Kosten unserer Serienpartner zu allen Rennen kommen. Und wie ihr das umsonst kriegt, das erzählen wir euch in einem Video in den nächsten 14 Tagen. Lasst euch überraschen. Ich will jetzt mal gerade hier den Reinhard Nels und den Heiko Hammel ein bisschen verdecken und möchte euch mal den Kalender vorstellen und noch mal was zur Plattform euch sagen. Alle diese Rennserien, die wir hier auf dem Stand präsentieren, diese 5 Rennserien sind Teil einer Veranstaltungsplattform, die es in diesem Jahr erstmals gegeben hat, die DMV Goodyear Racing Days. Wir haben dazu einen Preview gemacht. Diesen Preview bekommt ihr dann mit unserer Ticketaktion für das 49-Euro-Ticket zusammen geschickt. Und wenn ihr uns besuchen kommt, könnt ihr alle unsere Serien hier finden. Wenn ihr auf der Tribüne sitzt, wisst ihr immer, wer vorbeikommt. Und ich zeige euch jetzt mal den Kalender, wo ihr dabei sein könnt, wo alle diese Rennserien mit am Start sind. Vom Oldtimer über den GT4, GT3, TCR, M2 Cup, alles haben wir dabei. Wir starten in Hockenheim mit der Veranstaltungsreihe am 24. bis 26. März. Freitags machen wir bei unseren Goodyear Racing Days immer einen Track Day. Da gibt es morgens Lizenzlehrgang, da macht die Motorsportakademie Lizenzen. Ihr könnt, wenn ihr Rennfahrer werden wollt, auch kommen, könnt einen Lizenzlehrgang machen, bekommt die nationale A-Lizenz, könnt dann mit uns einsteigen. Am besten im TI Cup, da lernt man es am besten und am schnellsten und auch am härtesten. Und das könnt ihr am Freitag immer machen. Ihr könnt nachmittags Track Days buchen bei uns, abends die ersten freien Trainings bewundern. Samstag, da beginnen die Qualis und nachmittags die ersten Rennen. Und am Sonntag gibt es Rennsport von morgens bis abends. 10 Minuten Pause mal dazwischen, dann kommt die nächste Serie raus
und dann ist Action angesagt. Dann könnt ihr schon in Hockenheim in der Sachskurve in der Tribüne sitzen. Kommt gerne vorbei, besucht uns. Weiter geht's in Zolder im April. Ist auch unsere Veranstaltung. Da dürfen wir sogar 107 dB noch machen. Haben wir auch gleiche Programm, Freitag Track Day. Wir trainieren nachmittags. Wir haben freitags ein tolles Programm. Dann geht's nach Assen. Da machen wir mit dem ADAC Hansa zusammen eine coole Veranstaltung. Die waren gestern hier und wir haben schon die Details und den Zeitplan abgestimmt. Nürburgring gehen wir im Sommer. Da sind nicht alle Serien dabei. Da sind wir mit den Sprintserien am Start. Dann geht's zum Lausitzring. Ist auch unsere eigene Veranstaltung. Wir haben auch immer ein Catering im Fahrerlager. Ihr könnt mit uns eine Wurst essen. Ihr könnt bei uns in die Boxen kommen. Ihr könnt beim Schrauben lieber nicht helfen. Wir wollen ja auch noch ankommen ins Ziel. Aber zugucken könnt ihr auf jeden Fall. Und dann geht es wieder zum Nürburgring, da arbeiten wir zusammen, machen eine tolle Veranstaltung mit der Renngemeinschaft Bergisch Gladbach in diesem Jahr. Seid ihr auch herzlich eingeladen. Und unser Finale ist nächstes Jahr in Zandvoort. Ja, das ist unser Programm für nächstes Jahr. Haben wir ja einen kleinen Überblick verschafft, was wir so machen. Und ich hoffe, das war informativ. Die Plattform habe ich euch nun vorgestellt. Wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt, könnt ihr mich anschreiben über die DMV Rennserien-Websites. Jede Rennserie hat eine eigene Website. Wir alle zusammen sind die große DMV Tourenwagen Motorsportfamilie. Kommt vorbei, besucht uns. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und habt eine gute Zeit und bringt den Winter rum, damit wir endlich wieder Motorsport machen können. Im Frühling, im März geht's los in Hockenheim. Ciao!